Herr Schulte, für Sie war das die erste AZK, an der Sie gesprochen haben. Sie wurden mit tosendem Beifall empfangen, mit Standing Ovation verabschiedet. Wie war für Sie die Erfahrung, hier an der AZK sprechen zu können? Ich habe ja gleich zu Beginn schon mal gesagt, dass ich das erste Mal jetzt vor so vielen Menschen gesprochen habe. Also ich hatte mal, ich glaube, 1.500 in München auf der Edelmetallmesse 2014. Und hier waren es ja so um die 3.000 nach meiner Schätzung. Ich hatte ja auch hier mit dem Veranstalter gesprochen, also um die 3.000 rechnet man. Wenn man dann hier in die Halle guckt, das ist schon ein tolles Gefühl. Ich muss ja auch das sagen, jeder von uns, auch wenn man mit dem Buch jetzt großen Erfolg hat und wenn ich ganz viele Zuschriften erhalten habe, für die ich mich auch wirklich bedanken möchte, ich bin gar nicht dazu gekommen, natürlich auf alle zu antworten, ja. Man weiß ja, dass man nicht alleine ist, sonst hätten nicht so viele Menschen das Buch gekauft, sonst hätte man nicht schon so viele Zuschriften bekommen oder wenn ich auch in YouTube sehe oder in Facebook, wie viele Likes man erhält, das zeigt ja, dass man nicht da ganz einsam unterwegs ist. Aber bei dem, was ich berichtet habe, das waren ja schon Nackenschläge und da ist man dann schon froh, wenn man auch mal hier in so einer großen Halle so viele Menschen sieht, die, glaube ich, einfach Gemeinsamkeiten haben, denen die Freiheit wichtig ist. Ich glaube, dieser Freiheitsaspekt, der kommt da hier immer wieder zum Tragen. Hier hat ja auch jemand anders noch über Bargeld gesprochen. Ja, ich habe ja selbst auch gesagt, Freiheit ist das Recht, dem anderen das zu sagen, was er nicht hören möchte. Ja, ich muss auch Widerspruch natürlich akzeptieren. Ich habe auch gesagt, ich habe Freunde bei den Linken wie bei der AfD in Deutschland und dass das wichtig sein muss in der Demokratie. Und das ist das Schöne, dass man hier auch sieht, dass die Menschen auch abseits des Mainstreams einfach fragen, hinterfragen. Und ich habe ja aufgefordert, wirklich, dass man auf die subtile Beeinflussung in der Medienberichterstattung achten möge, um dann nicht sich hinter die Fichte führen zu lassen. Und habe ja da auch eine ganze Reihe Beispiele gebracht. Also von daher, also mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kann man ja auch daran ablesen, dass ich mich nicht an die eine Stunde gehalten habe. Aber ich habe ja gefragt, ob ich noch länger sprechen darf. Ja, das Publikum hat sich auch sehr gefreut. Dennis Scheck von der ARD hat Sie als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Haben Sie mit so einer Reaktion gerechnet? Ja, ich habe ja heute gesagt, erst gab es das Schweigekartell und als das nicht mehr funktioniert hat, das Buch ganz oben war, hat man es dann mit Rufmord probiert. Das ist immer so diese Vorgehensweise. Und dass ich mich jetzt damit nicht beliebt machen würde in Berlin, das war mir klar, oder in vielen Chefredaktionen. Aber ich muss Ihnen wirklich sagen, dass man mich als durchgeknallten Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Ich glaube, ich habe auch heute wieder nur Fakten gebracht. Fakten statt was Faktisches ist ja mein Motto. Ich habe ganz viele wirklich verifizierbare Daten heute nochmals gezeigt. Ich möchte immer, dass die Leute alles verifizieren können, hinterfragen können, überprüfen können, ob es wahr ist. Und und da sieht man ja dann, wie schäbig es eigentlich ist, ne? Und dann noch als durchgeknallter Verschwörungstheoretiker tituliert zu werden. Aber damit muss man leben. Und ich habe auch heute gesagt, man darf sich davon nicht verängstigen lassen, weil Angst blockiert uns, Angst lähmt uns. Angst legt uns Hesseln an und deshalb müssen wir da weiter erhobenen Hauptes gehen. Ich habe da also schon in dieser heißen Bundestagswahlkampfphase schon eine schwere Zeit durchgemacht, habe ja ein Video von München am Marienplatz aufgenommen, da merkte man mir schon an, es ist auch selbst, wenn ich das so sehe, spüre ich da heute noch die ganzen Emotionen, die da drin liegen. Aber ich muss sagen, dass ich heute wirklich erstens stolz bin auf das, was wir in diesem Jahr mit diesem Buch, mit den YouTube-Videos erreicht haben, auch mit vielen Vorträgen, die ich gehalten habe. Und nicht nur stolz auf das Geleistete, sondern auch dankbar für den vielen Zuspruch und für die Öffentlichkeit. Weil, und das müssen wir ja auch mal wieder sagen, ein Einzelner kann ja gar nichts ausrichten, ein Einzelner kann nichts machen. Aber es gibt ja diesen schönen Spruch, alleine sind wir stark und gemeinsam sind wir unschlagbar. Und vor dem Hintergrund finde ich auch die Gemeinschaft, die hier gezeigt wird, sehr wohltuend und motivierend. Ja, auf jeden Fall. Schön, auch so eine Plattform zu haben, wo ganz viele ihre Meinung einfach sagen können. Trotz diesen ganzen Verleumdungen und der Kritik haben Sie trotzdem Ihre Lebensfreude nicht verloren, wie mir scheint, immer wieder zu Humor und Witz bereit. Woher nehmen Sie die Kraft, trotzdem da durchzugehen? Also ich bin ein recht humorvoller Mensch und ohne Humor kann man das nicht ertragen. Ja? Und wichtig ist, wir dürfen die Hoffnung nicht verlieren. Und eine Anekdote hier und da und einen schönen Spruch, ich glaube, das hilft uns allen mehr. Also von daher, erstmal verlieren wir nicht die Hoffnung. Ich habe das ja heute auch angesprochen, ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen irgendwann ihre Komfortzone verlassen werden, weil sie vermutlich auch verlassen müssen. Und von daher bin ich ganz zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren vor einer Zeitenwende und vor tiefgreifenden Veränderungen stehen. Wichtig ist nur, dass wir alles daran setzen, dass diese positiv werden. Also dass sie nicht zur Unfreiheit führen, sondern dass wir die Freiheit stärken. Ich rede ja immer wieder über die Wichtigkeit von direkter Demokratie. Ich habe ja heute beispielsweise gezeigt, wie mit
bedenklich die Entwicklungen sind, weil immer weniger Menschen die Demokratie als essentiell ansehen. Was ich angesichts unserer Parteiendemokratie, und ich habe ja mal in einem Interview mit Ihnen davon gesprochen, es ist keine Parteiendemokratie, sondern eine Parteiendiktatur, ich will damit auch provozieren, zum Nachdenken auffordern, kann ich ja vieles verstehen. Der Primat der Politik ist verloren gegangen. Die supranationalen Konzerne treiben unsere Regierung vor sich her. Es gibt den Zentralismus in Europa. Ich kann also die Ohnmacht, die Hilflosigkeit und auch den Zorn der Menschen über die Politik heute sehr gut nachvollziehen. Aber wir dürfen uns nicht von negativer Energie beseelen lassen, sondern wir müssen schauen, dass wir Menschen Augen öffnen, dass wir auf die Fehlentwicklung hinweisen und dass wir damit auch die Menschen mobilisieren und Kräfte freisetzen, damit wir uns zum Guten entwickeln. Und die Hoffnung stirbt zuletzt und ich habe die Hoffnung, und wenn wir alle zusammen beseelt von positiver Energie und von wichtigen und guten Zielen unterwegs sind, dann glaube ich, dass wir was schaffen können. Damit nutze ich jetzt mal den Impetus der Kanzlerin, wir schaffen das, den ich sonst eher nicht gerne benutze.